willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, eure Winfishy, und heute steht mal wieder Backfishy an. Die neueste Neuheit, die es gibt. Ich besitze jetzt eine Kastenform und so eine richtige. Spoiler, wir werden sie heute nicht benutzen. Wir machen nämlich heute Bananen-Schokoladen-Muffins. Eine Möwe hat dieses Rezept auf Discord mit uns geteilt. Viele Grüße an dich sind raus, Jade, falls du meine Videos siehst. Denn ja, wir haben da tatsächlich so eine Rezepte-Ecke und quatschen auch viel über Essen. Oh, wie unerwartet. Wer meine Twitch-Sachen sieht, weiß, dass es eigentlich ständig ums Essen geht. Und ich habe mir gedacht, komm, Backfishy ist cool. Ich habe Bock auf Muffins, die habe ich noch nie gebacken. Also gehen wir da zusammen ran. Und ich würde sagen, los geht's. So, für den ganzen Spaß brauchen wir 3 Eier, Backpulver, Vanillezucker, 2 weiche Bananen, 50 Gramm gestückelte Schoki. Ich habe jetzt hier, wie viel ist da drin? Ich glaube 100 Gramm Schoko-Chunks. Ich denke so, doppelt Schoki, kann schon nicht schaden. Dann brauchen wir noch Mehl, Zucker und Mehl, Butter. Butter. Das Rezept habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Da seht ihr dann genau, was da alles rein muss und in welchen Mengen. Ich glaube, das ist so am einfachsten. Und ich würde sagen, fangen wir an mit dem Teig. So, unser allererster Schritt ist laut Rezept, dass wir erstmal das Eigelb vom Eiweiß trennen müssen und dann das Eiweiß schaumig schlagen, richtig? Genau. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich hoffe, es wird was. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich zeige euch gleich mal, wie Eiweiß steif geschlagen aussieht. Meistens gibt es so eine Deckmethode über den Kopf halten und wenn es sich runterflatscht, dann ist es gut. Mal gucken, ob ich mich was traue. Wir sehen uns gleich nach dem Schlagen. Das klingt falsch. So, das Eiweiß ist geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Der Deppentest. Es flatscht nicht raus. Steif genug. Merkt euch das. Das klingt so falsch. Gut, nachdem wir das fertig haben, sagt mir das schlimme Rezept, dass wir danach die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker, lass mich lügen, schaumig schlagen und dann die Eigelbe unterrühren. Und dann müssen wir sogar schon Mehl und so untersieben. Habe ich ein Sieb? Ich muss mich gucken. Okay, eins nach dem anderen, Fischi. Wir fangen jetzt erstmal an, dass wir, was habe ich gesagt? Genau, die Butter, man kann auch Margarine nehmen. Ich habe jetzt auch Margarine genommen. Und ich hatte nicht mehr genug übrig, also hoffen wir einfach mal, dass die Dinger nicht kurz trocken werden oder dass die Schokolade das irgendwie ausgleicht. Ich habe vergessen, welche zu kaufen. Ich gestehe es ja. So, was hat die noch gesagt? Zucker und Vanillezucker, ne? Genau. Der ganze Spaß kommt dann jetzt hier mit rein. So. Und ein Päckchen Vanillezucker. So. Gut. Das haben wir jetzt drin. Das schlagen wir jetzt auch nochmal ordentlich durch. Und dann geht es weiter im Programm. Wenn wir dann unser ganzes Zeug in irgendeine Art Pampe gepackt haben, sollen noch die ganzen Eigelbe da rein. Ich schmeiße das jetzt rein und dann zeige ich euch, wie der ganze Kram aussieht. Das ist gerade einfacher. Also nacheinander reinfließen. Ja, ja. So, der nächste Schritt ist, dass wir unser Mehl und unser Backpulver einmal durchsieben. Das ist das Kleinste, was ich gefunden habe. Okay, auch das Einzige, ich gebe es zu. Aber wir sieben den Kram erst und dann schmeißen wir es mit rein. Nur weil das gleichzeitig kriege ich nicht hin. Ich habe nur 2 Hände. Wie machen andere das? Ach warte, die haben so fancy Küchenmaschinen, ne? Da arbeitet quasi der Küchensklave für dich. Und du hast nicht so viel zu tun. Hörst schon Luxus? Okay, komm. So. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. So. Seht ihr meine Schüssel? Ich glaube, die andere ist davor, aber ich brauche Platz. Wir klatschen jetzt einfach das Mehl hier rein. So. Und gucken, wie viel Backpulver wir nochmal brauchen. 0,5 Packung. Also eine halbe Packung, würde ich jetzt sagen. Wenn die hinterher aufgehen wie sonst was, dann wisst ihr Bescheid. 0,5 ist nicht die halbe Packung. Ich glaube schon, ne? 0,5 sollte doch eigentlich die halbe Packung sein. Ich meine, Hauptsache am Ende schmeckt es. Das ist das Allerwichtigste, worauf wir achten müssen bei diesem Rezept. Der Geschmack ist wichtig. Manchmal kann etwas Gebackenes auch nicht ganz so schön aussehen. Das ist dann vollkommen okay. Solange es schmeckt, haben wir das Ziel erreicht. Glaubt mir, manchmal sieht Essen nicht gut aus, aber es ist lecker. So, den ganzen Spaß sieben wir dann einmal durch das Sieb, damit wir hier so dicke Körnchen und sowas nicht drin haben im Mehl und das alles schön weich und pulverig ist. Dadurch vermengt sich das besser mit dem restlichen Teig und man vermindert tatsächlich, dass man so ein, sagt man, so einen Klumpenteig hat, also so dicke Mehlklumpen drin. Das war ganz ehrlich, wer von uns mag Mehlklumpen in seinem Essen?
Lecker ist da was anderes, richtig? So. Okay. Jetzt packen wir das nach und nach unter. Und dann haben wir den Teig fast fertig. Ich weiß nicht, ob ich euch das im Zeitraffer zeige, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Mehl da reinrühren, fertig. So ungefähr sollte dann am Ende euer Teig aussehen, bevor wir mit den Bananen weitermachen. Ich habe jetzt im Rezept gesehen, man soll die Bananen in kleine Stückchen schneiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Dinger hier weich gemacht. Oder wie ihr seht, die sind schon so, weiß nicht, 8 Tage alt, gefühlt vom Optischen. Ich habe das letztens auch irgendwo erwähnt, ich glaube auf Twitch, dieses beide Bananen sind erstmal gelb und dann werden sie blöd. Deswegen, ich hoffe, die sind noch gut und ich bin zu faul, die in kleine Würfelchen zu schneiden. Also so viel Arbeit mache ich mir nicht. Vielleicht klappt das mit ganz festen Bananen ganz gut. Wir nehmen einfach eine Gabel, schmeißen die Bananen dann in die Schüssel rein und manchen die. Ich denke mal, am Ende läuft es auch selber hinaus. Wenn ich das falsch mache, liebe Jade, ich nenne das dann freie Interpretation der Banane. Ich muss mir das irgendwie schön reden. So, stopfen wir erstmal die. Die sind echt weich geworden. Hammer, ey, wieso explodieren Bananen immer so schnell? Die sind. Ist das nicht so wie bei Bieren? Bieren sind da auch entweder sind die fest, dann sind sie irgendwie einen halben Tag genau richtig und danach sind sie pappelweich. Kennt ihr das? Oder habt ihr bisher nicht so eine Erfahrung damit gemacht? Irgendwie, Bieren und ich haben auch so ein schwieriges Verhältnis. Die sind immer hart oder. Matscheweich. Ich weiß nicht. Gibt es da Lagerungstipps von euch? Wäre irgendwie eine Idee von euch, woran das Ganze liegen könnte? Ich stelle mich mal einfach zu euch. Oh, die sind aber noch nicht ganz weich. Dabei sehen die echt schon matschepampig aus. Wie ist das eigentlich bei euch mit Backen? So, ich glaube, ich bin noch im Bild. Gut. Backt ihr eigentlich viel oder regelmäßig oder gerne? Ich muss sagen, dass ich in der Küche am liebsten backe, auch wenn es ironischerweise den meisten Dreck macht, aber ich backe lieber, als dass ich koche oder brate tatsächlich. Grillen steht außen vor. Ich finde Grillen super entspannend, auch wenn das auch viel Dreck macht. Aber Backen ist mir das Liebste. Und oh, apropos Backen, falls ihr ein Rezept haben solltet, was ich mal nachbacken sollte, könnt ihr mir das gerne im Discord unter die Rezeptecke packen oder auch hier in den YouTube-Kommis. Das Einzige, was ich von vorneweg sagen kann, ist, ich mag nichts mit Apfel drin gebacken. Ich bin kein Apfelesser in dem Sinne. Ich mag frische Äpfel, ich mag Apfelmus, aber sowas wie Apfelkuchen und sowas, da kann man mich mit jagen. Also tut mir einen Gefallen. Ich meine, ich werde ja wissen, wer zuhört. Wer das nicht beachtet hat, nicht zugehört. Aber falls ihr mal ein Rezept habt und sagt, ey Fischi, back das mal nach, haut's gerne mal raus. Dann könnte ich noch ein paar Backfischis machen. Und vielleicht werde ich so ein paar Rezepte kennen, die auch mir schmecken würden. So sieht jetzt mal eine klein geschnittene Banane aus. Ganz ehrlich, ich schneide jetzt keine Bananen klein. Dafür bin ich viel zu faul. So, als nächstes packen wir die ganze Ja, das kommt da rein. So, und ich glaube, das Rezept stand da in den ganzen Quatsch. Mein Handy ist voller Mehl. Genau, mit der Schokolade in den Teig heben. Okay. 50 Gramm Schokolade. Bedeutet in diesem Fall, bleibt noch 50 Gramm von den Tütchen über. Was machen wir mit den 50 Gramm? Wir packen sie in den Schrank, vergessen sie und dann werden sie irgendwann schlecht und dann ist man traurig. Also lautet das Motto, mehr ist mehr. Also kommt da die ganze Packung rein. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, keine Werbung, selbst bezahlt hier Chocolate Chunks von Ruf. Die habe ich bei Kaufland gefunden. Weil ich habe zwar auch schon für dieses Rezept Schokolade gekauft zum Hacken, aber ich habe echt keine Lust, die klein zu hacken. Also nehmen wir kleine Dinge und schütteln den ganzen Quatsch hier einmal rein. Dann zeige ich euch das gleich. Auf jeden Fall riecht es saugut. Also, vom Geruch her hat es schon mal gewonnen, aber ich muss auch sagen, ich bin ein Fan von Bananasplit. Also Bananenschokoladeneis und sowas. Finde ich super lecker, die Kombi. Ich finde, da kann man gefühlt nichts falsch machen, aber es ist Geschmackssache. Ne? Jetzt im Sommer ist es ja eh die Eiszeit. Also Eis-Esszeit, nicht die Eiszeit. Was sind eure Lieblings-Eissorten? Was esst ihr denn gerne? Da bin ich echt mal gespannt, weil klar, das mit den Eislinien und so ist dieses Jahr ein bisschen anders als sonst, wie man es gewohnt war. Aber ich muss sagen, bei meiner Mutter bei der Eisdiele, die haben da mal ganz geile Herrencreme und Zartbittereis. Und so ein Minteis, Mint-Schokoladeneis, saulecker. Bin ich großer, großer Fan von. Aber auch Zitroneneis, also so ein saures Zitroneneis. Kann man mich immer mit begeistern. Schokolade ist okay, aber die anderen Sorten favorisiere ich tatsächlich darüber. Oder kennt jemand von euch die Kuba? Ich glaube, das ist hier im Ruhrgebiet oder so.
mehr vertreten. Zumindest habe ich es noch nicht weiter oben gesehen, im Norden. Da finde ich Toffee-Kuh, also Karamelleis, super lecker. Oder Karamellsirup auf Eis. Oh, so lecker. Ich meine, hey, wir backen hier, dann können wir über Eis sprechen, richtig? So. Den ganzen Spaß habe ich jetzt hier einmal untergerührt. So sieht das aus. Und ich glaube, der letzte Schritt ist der den Eisschnee vorsichtig unterziehen und den Teig zu 2/3 in Papierförmchen füllen. Okay. Erinnert ihr euch noch? Oh shit. Es ist nichts auf dem Boden gelandet. Nur Eierschalen. Unseren Eisschnee müssen wir da noch rein. Vielleicht habe ich ein bisschen getrödelt bei dem Gequatsche. Ich weiß, dass man den da vorsichtig unterrühren soll, damit das schön fluffig wird. Aber ganz ehrlich, ich hab am Ende immer nur so eine Matschepampe daraus gekriegt. Das sieht dann auch scheiße aus. Jetzt sieht das irgendwie nicht so schön aus wie eben. Da bin ich ganz ehrlich. Ich rühre das schon so vorsichtig unter, wie ich kann. Aber irgendwie mal in eine andere Perspektive. Jetzt ist das Ganze so ein fluffiger Fluff geworden. Fluffiger Fluff. Ja, genau. Wenn ihr einen fluffigen Fluch habt, Fluff, dann sollte es gut sein. Und dann den ganzen Spaß einfüllen und 20 Minuten backen. Ich nehme euch mal mit in eine andere Perspektive. Ha, ich bin fishy. Damit ihr den ganzen Spaß auch sehen könnt. Moment. Jetzt muss ich euch umbauen. Eine Sekunde. Da sind wir wieder. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Und so sieht jetzt der ganze Teich aus. Lodge. Und den packen wir jetzt da rein. Falls ihr mal einen Tipp habt, wie man das hier sauberer reinkriegt in so eine Muffinform, ohne dass man hier sich die Muffinform so versaut, haut das mal bitte in die Kommis. Ich habe nämlich immer das Glück, dass ich mir solche Sachen versaue und dann hinterher die ganze Zeit an der Muffinform rumkratzen muss, weil der Teig sich überall verteilt hat, wo er nicht hingehört. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem kennt. Sagt mir bitte, dass es euch genauso geht. Ja, und da habe ich schon gehört. Seht ihr das? Ah, darf ich hinterher wieder alles abkratzen? Das ist so nervig. Ich hoffe, es gibt dafür einen Trick, um ein bisschen fauler und bequemer sein zu können. Tipps sind willkommen. Und ja, ich putze das gleich auch noch mit einem Küchentuch ab, um den ganzen Schaden ein wenig... Oh, da ist unten die ganze Schoki hängen geblieben. Verdammt. Zum bisschen zu minimieren. Wir versuchen auch, den ganzen Kram hier natürlich relativ gleichmäßig zu verteilen, was gar nicht immer so einfach ist. Irgendwie habe ich... Nein! Oh, shoot. Ja. So. Nein! Ich habe gerade noch so gedacht, wow, ich habe mich echt gut geschlagen und dann macht so... Ich habe mich zu früh gefreut. Und irgendwie sollen das 15 werden. Ich habe 10. Ja gut, das mit dem Portionieren kann ich vielleicht auch nicht so gut. Ja, wir sind ja jetzt hier kein Profi-Back-Kanal. Eigentlich sind wir gar kein Backkanal. Das Backfisch ist ja vor 3 Jahren oder so einfach nur spontan entstanden, muss ich sagen, weil mein Bruder mal da war. Und ich dachte, komm, wir backen Mario und Luigi Kekse. Falls ich das Video noch finde, verlinke ich es euch auch gerne mal oben in dem i. Guckt euch das an, ich sitze auch mal rein. Ich war so stolz. Ich war ein Stolz, würden wir zum Stream sagen. Ich war ein Stolz und dann habe ich alles versaut. So, okay. Dann hier noch. Den darf ich nachher putzen. Ich flatsche da jetzt nicht die ganze Zeit rum. Je mehr ich da rumflatsche, desto schlimmer wird es, glaube ich. So, und dann hier noch. So. Hoffen wir einfach mal, dass die besser schmecken, als sie aussehen. Hat mir nicht eben noch das Thema. Es sieht nicht so gut aus, aber es schmeckt gut. Den ganzen Spaß backen wir jetzt bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen für 20 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. In der Zwischenzeit werde ich hier aufräumen und hoffen, dass die was werden. So, hier haben wir jetzt unsere Muffins. So sehen sie am Ende aus. Ich finde, die sind ganz gut geworden. Und ich würde sagen, ich mache den ganzen hier einmal auf. Und dann schneiden wir den mal an, um zu gucken, wie sieht der von innen aus. Er hält seine Form. Das heißt, der ist bestimmt durch, ne? Sagt einfach, dass er durch ist. Wir schneiden das Ganze mal an. Und gucken mal, wie der Spaß von innen aussieht. Und, könnt ihr das sehen? Ich muss mal gucken. Ja, doch.
Der sieht doch super aus. Das ist jetzt einer, der nicht ganz so viel Schoki erwischt hat. Schade, ich hätte einen Schokoladiger mir rauspieken sollen. Aber der Teig sieht schon mal gut aus und jetzt ist natürlich wichtig, schmeckt das auch. So, wie bereits erwähnt, jetzt wollen wir das Ganze nochmal probieren und gucken, ob dieser Bananen-Schokoladen-Muffin auch was taugt. Okay. Der ist, ich würde sagen, saftig. Wie gesagt, hier bei dem ist jetzt nicht so viel Schoki drin, aber der ist nicht trocken. Also es ist kein trockener Muffin, der ist fruchtig durch die Banane. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass diese zwei popeligen Bananen darin, ich sag mal, so viel Geschmack raushauen würden. Und der ist auch wirklich, seht ihr das, weich und fluffig. Also ich würde sagen, das Rezept kriegt einen fishy Daumen nach oben, obwohl man müsste ja eine Flosse nehmen, ne? Weil Windfisch. Also ich finde es lecker. Ich werde den auch gleich aufessen. Und das Rezept packe ich euch natürlich, wie ich bereits erwähnt hatte, unten in die Infobox, falls ihr das mal nachmachen möchtet. Lieben Gruß geht natürlich auch raus an Jade, die mir dieses Rezept vorgestellt hat. Ich glaube, sie hat das letzte Woche selber gebacken und irgendwie kam mir da drauf. Und ich muss sagen, es ist echt gut geworden. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und falls einer von euch das nachmachen sollte, könnt ihr mich gerne auf Insta oder Twitter oder so verlinken und ein Foto davon posten. Würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tut nicht so viel, tut nicht so wenig, haltet die Ohren steif und esst mehr Muffins.